Die Abenteuer der Osterkätzchen. Es war einmal in einem verzauberten Wald, weit entfernt von jeglicher menschlichen Siedlung, ein Ort, wo die Tiere eine eigene Welt erschaffen hatten. In diesem Wald lebte eine Familie von zauberhaften Kätzchen, die zu Ostern eine besondere Reihe spielten. Sie waren bekannt als die Osterkätzchen. Die Osterkätzchen, Luna, Leo und Mila, zeichneten sich durch ihre außergewöhnliche Erscheinung aus. Luna, die Anführerin der Gruppe, hatte schimmerndes silbergraues Fell mit funkelnden bernsteinfarbenen Augen, die wie zwei glühende Sonnen im Wald leuchteten. Leo, der mutige Kater, hatte ein dichtes, goldenes Fell, das im Sonnenlicht schimmerte, und seine Augen strahlten eine Mischung aus Tapferkeit und Entschlossenheit aus. Mila, die jüngste der Geschwister, war von sanfter Natur und hatte ein weißes Fell mit zarten, pastellfarbenen Flecken, die sie wie ein zartes Blütenblatt aussehen ließen. Jedes Jahr, kurz vor Ostern, wurden sie von einem geheimnisvollen Glanz umhüllt, der ihre ohnehin schon strahlende Schönheit noch verstärkte, und erhielten magische Kräfte, die es ihnen ermöglichten, den Frühling zu verbreiten und die Osterfreude zu bringen. Eines Frühlings, als die ersten zarten Knospen begannen, ihre farbenfrohen Blüten zu entfalten und die Luft von dem süßen Duft frischen Grases erfüllt war, wurden die Osterkätzchen von einer Aufgabe von unermesslicher Bedeutung berufen. Der Wald lag in großer Gefahr, denn ein düsterer Schatten drohte über ihn hereinzubrechen. Dieser Schatten hatte einen Namen: Morgrim, der finstere Schattenkater. Morgrim war keine gewöhnliche Katze. Sein Fell war tiefschwarz wie die dunkle Nacht und seine Augen glühten wie glühende Kohlen in der Finsternis. Sein eisiger Blick verbreitete Angst und Schrecken unter den Bewohnern des Waldes. Sein Herz war so kalt wie der härteste Frost und sein einziger Wunsch war es, den Frühling für immer zu verbannen und den Wald in ewigen Winter zu hüllen. Mit seinen dunklen Machenschaften und seiner unheilvollen Magie erschien es, als ob sein finsteres Vorhaben unaufhaltsam sei. Voller Entschlossenheit, den Frühling vor der drohenden Dunkelheit zu retten, brachen die tapferen Osterkätzchen auf. Ihr Pfotenschlag hallte durch den Wald, während sie mutig ihren Weg durch das dichte Unterholz bahnten. Über moosbedeckte Steine und durch dichtes Gebüsch kämpften sie sich voran, Hindernisse überwindend, die sich ihnen in den Weg stellten. Doch selbst wenn Zweige ihren Pfad versperrten oder Bäche ihren Weg kreuzten, ließen sie sich nicht entmutigen. Ihre Entschlossenheit war unerschütterlich, ihre Herzen erfüllt von der festen Überzeugung, dass sie den Frühling retten würden. Während ihres abenteuerlichen Weges durch den Wald stießen die Osterkätzchen auf eine Vielzahl von Bewohnern, die von der drohenden Gefahr gehört hatten und sich entschlossen hatten, ihnen beizustehen. Die Eichhörnchen mit ihren flinken Pfoten und neugierigen Augen boten den Kätzchen großzügig Nüsse als Proviant an. Sie hatten verstanden, dass ihre kleinen Freunde eine wichtige Mission hatten und waren bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Die Vögel des Waldes mit ihren scharfen Stimmen und dem Wissen um jedes noch so versteckte Plätzchen führten die Kätzchen entlang geheimer Pfade und zeigten ihnen Abkürzungen, die ihnen halfen, Zeit zu sparen und Hindernisse zu umgehen.
Ihre Lieder, die durch die Baumkronen schwebten, gaben den Kätzchen Mut und Hoffnung, während sie sich dem finsteren Schatten entgegenstellten. Die majestätischen Rehe des Waldes mit ihren anmutigen Bewegungen und ihrem Verständnis für die Natur teilten ihr Wissen über die dunklen Ecken des Waldes mit den Kätzchen. Sie wiesen sie auf die verborgenen Gefahren hin und gaben ihnen Ratschläge, wie sie sich am besten vor den Listigkeiten des bösen Morgrims schützen konnten. Ihre Freundlichkeit und Weisheit war ein unschätzbarer Schatz auf dem Weg der Osterkätzchen. Gemeinsam bildeten diese verschiedenen Bewohner des Waldes eine starke Gemeinschaft von Verbündeten, fest entschlossen, die Finsternis zu vertreiben und den Frühling wieder zum Leben zu erwecken. Ihre Zusammenarbeit und Solidarität war der Schlüssel zum Erfolg der Osterkätzchen auf ihrer gefährlichen Mission. Mit einer Kombination aus List, Mut und einer Prise Magie gelang es den Osterkätzchen schließlich, den gefährlichen Morgrim zu besiegen. Als sie endlich seinem finsteren Unterschlupf gegenüberstanden, umgaben sie sich mit einem unsichtbaren Schutzschild aus ihrer vereinten Energie, um sich vor seiner dunklen Magie zu schützen. Luna, Leo und Mila wussten, dass sie einen Plan brauchten, um Morgrim zu überlisten. Luna, die kluge Anführerin, schlug vor, seine Schwächen zu nutzen und seine Macht zu brechen. Mit geschickten Manövern und schnellen Bewegungen gelang es ihnen, Morgrim in eine Falle zu locken, die sie sorgfältig vorbereitet hatten. Leo, der mutige Kater, stürzte sich in den Kampf, um Morgrim abzulenken, während Luna und Mila die geheimen Runen lasen, die sie in einem alten Buch gefunden hatten. Diese uralten Zeichen enthielten die Kraft, die dunkle Magie von Morgrim zu schwächen und seine Macht zu neutralisieren. Unter einem funkelnden Sternenhimmel entfaltete sich ein epischer Kampf zwischen Gut und Böse, während die Osterkätzchen und Morgrim in einem wogenden Strudel aus Licht und Schatten gegeneinander kämpften. Die Luft war erfüllt von Zischen und Knistern, während die Magie der beiden Seiten aufeinander prallte. Schließlich, als die Sonne über dem Horizont aufging und ein neuer Tag anbrach, gelang es den Osterkätzchen, Morgrim zu überwältigen. Sie bündelten ihre Kräfte und schleuderten einen Strahl aus blendendem Licht auf ihn, der den Schattenkater in einen unendlichen Schlaf versetzte. Mit Morgrim besiegt und seine finstere Magie gebrochen, kehrte der Frühling endlich in den Wald zurück. Die Osterkätzchen setzten ihre magischen Fähigkeiten ein, um die ersten Ostereier kunstvoll zu bemalen und sie über die Wiesen und in die Bäume zu verteilen. Als die Eier leuchtend bunt glänzten, brach die Sonne durch die Wolken, die Blumen blühten in voller Pracht und ein fröhliches Lachen erfüllte den Wald. Der Sieg über Morgrim markierte einen Neuanfang für den Wald und seine Bewohner. Die Osterkätzchen wurden als Helden gefeiert und ihre Tapferkeit und Entschlossenheit würde für immer in den Legenden des Waldes weiterleben. Die Osterkätzchen wurden zu Helden des Waldes ernannt und jedes Jahr zu Ostern wurden sie von den Tieren des Waldes gefeiert. Von diesem Tag an wurden sie nicht nur als süße Kätzchen angesehen, sondern auch als mutige Beschützer des Frühlings und der Osterfreude. Und so endet die Geschichte der Osterkätzchen, die uns daran erinnert, dass selbst die kleinsten und zartesten Wesen Großes vollbringen können, wenn sie nur Mut, Entschlossenheit und ein wenig Magie in ihrem Herzen tragen.
Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst.